Und hallo wieder zurück hier. Hallo, hallo Leute, ich habe nicht gestoppt. Ja, wir haben nur ganz kurz irgendwie uns darum abgesprochen, dass wir jetzt vielleicht das Thema wechseln sollten. Ah ja, also wir waren gerade bei Blumenwiesen. Also ich wollte eigentlich heute schon den ganzen Tag mal ansprechen. Findet ihr nicht auch Blumenwiesen sehr schön? Mhm. Ja. Das ist definitiv der Stoff, den du sagen wolltest. Unbedingt. So, ich habe 27 gelbe und 15 rote Blumen. Hat Notch die roten Blumen hier irgendwie benachteiligt? Das ist schon ein bisschen rassistisch. Mhm. Rot, ja, ah, aber noch kurz unterbrechen will ich euch. Yoda. Egal. Yolo. Ich glaube, ich höre dich gerade ein wenig leise. Du? Ich höre jeden ganz normal. Dann hast du irgendwelche komischen Skype-Einstellungen vermutlich. So, ich muss die Blumenwiese jetzt natürlich noch für Ghost Rider hier pflanzen. Ich verhungere. Ja, aber dein Leben ist nicht so wichtig wie die Blumenwiese. Entschuldigung. Okay, und hier noch ein gelbes Blümchen. Aber sie wird dominiert so von gelben Blumen, weil es das eben... Das gibt's nicht. Was? Ja, finde ich auch, so viele gelbe Blumen. Okay, was wolltest du sagen? Dass das Lava immer noch fließt, das gibt's nicht. Du musst sie nicht dort, wo sie wirklich fließt, sondern eins davor hinsetzen, das weißt du eh. Ich weiß, aber es geht trotzdem nicht. So, und jetzt komm rein und sieh dir die wunderschöne Blumenwiese an. Du darfst sie auch selber wieder zerstören. Moin. Aber unser Bett hier sieht wirklich romantisch aus, inmitten der Blumen mit den schönen Lianen rundherum. Und ich verhungere jetzt gleich direkt davor. Weißt du was, ich stelle mein Bett jetzt ein bisschen hier weg, weil in diesem romantischen Atmosphäre will ich nicht direkt neben euch liegen. Danke. So, hier schlafe ich jetzt. Machst du sonst auch immer, oder? Ah, hier, was Kekse. Schnell. Die hat sich jetzt, glaube ich, Ghost Rider geklaut, oder? Nee, ich hab sie. Okay. So, dann will ich jetzt die Farm also weiter bepflanzen. Und ich habe eine rote Blume anscheinend vergessen oder wieder bekommen. So. Und ich gehe zum 10. Mal runter und hol mir wieder. Das ist das Einzige, was wir zu essen her haben. Ja, ein paar Kekse. Aber du kannst in die Farm gehen und dir einfach ein bisschen Getreide abernten. Okay. Oder auch nicht. Ich mache mir Kekse. Sind sowieso viel besser. Für die Gesundheit. Überschlägt sich gerade wieder. Ja, worauf wollten wir das Thema nochmal bringen? Wir wollten über irgendwas lästern, oder? Über andere Blogs. Blogs, weil wir sind ja auch ein Blog, deswegen andere. Wir sind ein Blog? Mhm. Aha. Totally. Top, die Wette gilt. Was haltet ihr von Wetten, dass? Genau. Dass es mehr wirklich gibt, meiner Meinung nach. Ja, also, es ist übernommen worden. Von irgendeinem so? Typen, der irgendwelche Grundland-Expeditionen bisher gemacht hat und dann hat er umgestellt auf Wetten, dass moderieren. Fast ja. Das tolle Berufslaufbahn. Wirklich jetzt? Ja. Wirklich? Ja, wirklich? Der war vorher in Grundland. Ah. Das weiß unser Kollege, weil er selbst auch da war? Nee. Nein, das weiß euer Kollege, weil er mal so eine Doku gesehen hat, während ihm langweilig war und er deswegen das Fernsehgerät aktiviert hat. Mein Gott, ein YouTuber-Fernseher. Was? Mir ist langweilig, ich sortiere wieder alles in der Kiste rum. Unsere Basis sieht aber wirklich verschönernd aus mit den Blümchen, findet ihr nicht auch? Ja, wirklich. Nein, wirklich jetzt. Ah, ihr glaubt mir nicht. Hast du sie schon gesehen, Count 14? Ja, ich stehe die ganze Zeit in der Mitte. Ah ja, ihr habt beide den... Ja, sucht euch mal unterschiedlicheres Kind. Hey, wir haben noch mehr Knochen, damit kann ich die ganze Farm dann bepflanzen. Aber erstmal will ich hier noch ein bisschen Gras zwischen den Blumen pflanzen, damit das nicht so langweilig aussieht. Ich habe meine Skin schon seit Urzeiten. Ich habe meine Skin schon seit, keine Ahnung wann. So, jetzt sieht es noch viel hübscher aus, oder? Mhm. Jetzt kannst du nirgends mehr hinklicken, ohne dass du ein Gras wegschlägst. Ja, dann darfst du eben nirgends mehr hinklicken, dein Pech. So, Entschuldigung, auf jeden Fall. Aber es sieht sehr schön aus. Mhm. Nee, wirklich, also lassen wir das so. Okay. Ihr glaubt mir nicht. Ja, es ist draußen Tag, also gehe ich jetzt, glaube ich, lieber raus mit meiner weiteren... Oder will man einer von euch die Samen produzieren, weil wenn ich das immer nur mache, wird das doch irgendwann zum Zusehen vermutlich mal eher unspannend. Okay. Liebe Zuseher. Was? Conf 14 und Ghost Rider haben gesprochen und ich kann mich dem Urteil natürlich nicht widersetzen. Also, wieso haben wir eigentlich so viele Setzlinge? Wir haben ganz wenige.
26 und 24. Setzlinge? Eisen, Ach so, Baumsetzlinge, okay. Ja, genau. Keine Ahnung, weil wir ein paar Bäume abgeerntet haben. Ein paar. Ja, viele. Ist doch dasselbe. Alter, ich kenne die Strecke schon auswendig. Ja, für das, deswegen sind meine Pfeile auch da. Ja, wir haben gerade wirklich alle eine spannende Aufgabe. Mhm. Ja, vielleicht sollten wir eine spannende... Ja, ist ja, ja. Jetzt da mal... Eminasen muss spannend machen, wir nicht. Wir sind nur da, dass wir da sind. Ja, wir sind nur allein da. Statisten. Zu dritt. Tja... Statisten, die genauso viel reden wie der Hauptcharakter? Ja. Das ist bei mir als der Hauptcharakter. Der Hauptcharakter kann gar nicht schreiben. Oh. Doch, kann Nein! Er. Nein! So, Jetzt haben wir, glaube ich, alle was geschrieben. Ja, es gibt's nicht! Ja, Schreibschlacht. Wie viel Lava fehlt jetzt eigentlich? Das ja, ist sehr klug, direkt vorm Eingang. Nein. Ich verstehe nicht, wieso fließt das? Das ist unlogisch. Mach's weg und dann wieder hin. Also setz was drauf und dann. What the fuck? Ja, jetzt fehlt noch eins. Gut, mir fehlen auch noch jede Menge Samen, glaube ich, bis ich die Farm endlich fertig gepflanzt habe. Was ist da los? Hat es irgendeinen, vielleicht hat es eine Änderung gegeben von der Physik der Lava? Ja, dass wenn alle Blöcke mit Lava ausgefüllt sind, dass sie trotzdem an einer Stelle fließt. Es ist dann wirklich irgendwo einer nicht ausgefüllt, aber es muss nicht unbedingt genau dort fließen, wo er nicht ausgefüllt ist, sondern es kann auch eins daneben fließen dann, und so. Mir ist egal, dann reiße ich jetzt alles wieder aus. Ja, ist gut, wir haben genug Glas. Alles ausreißen ist keine so tolle Idee. Naja. Wenn du gar keine andere Möglichkeit findest, dann kannst du es so machen, dass du einfach nur jeden zweiten Block mit einem Stein mal zupflasterst und dann dort die Lava eben in die Lücken nur dazwischen reinsetzt und dann die ganzen Steine weggräbst und dann füllt es sich, glaube ich, automatisch eben nicht fließend auf. Ja, wir haben das jetzt nicht weitergebracht bis dahin. Jetzt muss es verschwinden. Okay. Warte mal, wenn ich jetzt dahin was hinmache... Ja, jetzt ja. Funktioniert's. Ja. Stage cleared. Yay. Fatality. Hast du das Spiel mal gespielt? Nee. Was ist das überhaupt für ein Spiel? Irgendein komplett unnötig. Mortal Kombat. Oh doch, Mortal Kombat habe ich sogar mal. Da gab es so eine Kurzsendung auf Kassette noch. Sendung? Was? Ja, was? Nee, keine Sendung. Es war so ein Film auf Kassette. Den habe ich gehabt. Ja. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, dass ein Mortal Kombat Film ist. Ja. Ist. Ihr könnt ja mal Mortal Kombat Finishing Moves eingeben und dann seht ihr ungefähr, wie brutal. Kannst du jetzt einen Hinweis? Der Durchschnittszuseher ist wie viel? 12 Jahre alt? Oh, ja, nein. Ja, außer wenn ihr unter 16 seid, dann dürft ihr es nicht. Ja, genau. Ja, unter 18, oder? 16, 18, egal. Ja, 16 Jahre. Egal. Wir sagen 16, weil. Weil aber selbst. Wir sind cool. Wir sind voll hippen YouTuber, yeah. Yo. Yay. Yo. Low. So, gut, ich habe jetzt schon 44 Samen und muss nur noch 25 Mal das Ganze wiederholen. Es ist so spannend, es ist gar nichts. Ach ja, ich muss auch wieder runter und Lava holen und... Gut, ich glaube, nachher suchen wir jetzt wirklich mal was anderes zu tun. Ja. Wehe, ihr spielt oder spult vor... Nee, weil wir werden jetzt noch viele spannende Sachen machen. Ja, wir werden noch 23 spannende Durchgänge von hinklicken und wegbauen erleben bei mir. Ja, ihr könnt es nicht anders machen. Ihr könnt sogar in meinem Inventar immer mitsehen, wie viele es noch geben wird. Jetzt noch 22. Yay. Ich bin immer noch am Pflanzen. Ja. Hey, die Musik setzt bei mir gerade ein. Wow. Also. Ich habe noch keinen Hunger mehr. Das sind davon, ich habe sehr viel Hunger. Kann irgendjemand etwas vorsingen oder irgendein Theaterstück aufsagen oder ein Gedicht vortragen? Ich könnte jetzt die Schuld. Wie heißt das? Die Schuldschaft. Nein. Schuldschaft. Die Bürgschaft. Die Bürgschaft, genau. Was? Die Bürgschaft vortragen. Von Goethe. Vorgetragen von Novakin. Kann das jemand von euch?
Ja. Ich wette, Santa hätte es können. Ja. 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 Ich wette, du solltest auch irgendwas können. Ich kann viel. Was denn? Zaubern. Lernt mir jeder. Hm. Das können YouTuber. Dann gibt es ja von Goethe noch irgend so ein Gedicht, wo es um die Vergewaltigung durch einen Elfenkönig, und das denke ich mir nicht aus, das Gedicht gibt es, wo ein Kind von einem Elfenkönig vergewaltigt wird. Du dir sowas ausdenken würdest. Ja, Goethe hat sich das ausgedacht. Nein, wie heißt das? Der Erlkönig, genau. Ja. Das Gedicht ist, glaube ich, nicht unter 18 zugänglich. Doch. Nein. Echt nicht? Nein. Herrgott. Ja. Wenn man das schon mal gehört hat, also das. Das ist sowas von grauslich. Ja. Nein, überhaupt nicht. Nein, ich überhaupt nicht. Stimmt, aber es geht um die Vergewaltigung eines Kindes in einem Gedicht von Goethe. Und das durch einen Elfenkönig. Ich meine, hallo? Ja, damals hat es auch schon Fenster gegeben. Drogen. Mhm, ja. Weil uns was nie einfallen würde ohne Drogen. Niemals. Ich würde niemals Witze über irgendjemanden, der irgendwas vergewaltigt oder so macht. Ist denn Witz? Ohne Drogen vorher zu nehmen. Ohne Drogen. Genau, ohne Drogen geht. Ey, wir sollten dann echt wieder mal die Schnauze halten, glaube ich. Lol, also alle unter 16-Jährigen, die zugehört haben, bitte überspringt das alles und erzählt nicht euren Eltern davon. Danke. Warte mal kurz. Nein, überspringt nichts und... Ja, egal. Und erzählt euren Eltern unbedingt davon und... Ja. Ja. Auf jeden Fall. Also bei uns lernt man auf jeden Fall was fürs Leben. Fürs Leben. Und für die Haut. Was? Ja, genau. Du hast richtig gehört. So, aber ja, ich hab's relativ... Spring ausgucken ist gut für die Haut. Natürlich, ich hab's relativ effektiv. Ja, man bekommt keinen Sonnenbrand, wenn man irgendwo drinnen sitzt das ganze Jahr über und sich nicht aus einem Zimmer rausbewegt und sich jeden Tag eine Fertigpizza servieren lässt und irgendwie fett ist vor deinem Computer hockt. So wie wir das natürlich überhaupt nicht tun. Ich bin nicht fett. Tja, ich kann sehr gut lesen. Ich glaube eigentlich, dass keiner von uns fett ist, aber naja. Nee, ich bin wirklich nicht. Ich bin so dick. Wenn wir übergewichtig wären, dann hätten wir eine übergewichtige Stimme, so wie Gronkh. Mhm. Ist der dick? Bärenstimme. So eine, hallo, ich bin Gronkh. Hallo. Also, das nächste Ziel ist, fett werden. Gut, fett werden, dann werden wir berühmt. So, ja. Und ich habe sämtliche Setzlinge, also sämtliches Knochenpulver jetzt in Samen umgewandelt. Und habe jetzt über einen Stack davon. Wow. Yeah. Supreme Effectiveness. It's very effective. So. Tja, ich baue wie immer den Weg schöner, indem ich jetzt Treppen nach oben baue. Welchen Weg gerade? Wieder den, die alle Mine? Wege. Alle Wege. Ah, die nach Rom führen also. Ja. Ja, alle Wege führen nach Rom. Wie nennen wir echt unsere Basis jetzt? Unsere Basis, Rom. Brom. Wieso heißt die Rom? Nennen wir sie Brom, das ist glaube ich irgend so ein Metall oder so. Brom? Brom. Ist es nicht radioaktiv? Ja, nein. Und es ist auch ein Charakter aus Eragon. Wirklich? Ja. Ist der auch radioaktiv? Glaube ich nicht. Aber er kann mit Drachen sprechen, also er nimmt eindeutig Drogen. Drogen. So, ja. Eragon, nächstes schönes Thema, sollen wir oder nicht? Eragon gab es einen Film, den habe ich gesehen und der war nicht gut anscheinend. Der war so kackschlecht. Ich habe nur einen Film gesehen. Hatten wir den schon mal als Thema? Ich glaube schon, oder? Vielleicht, wenn man nur den Film ansieht, dann ist er vielleicht ganz gut, aber... Wenn man das Buch, auch nur das erste Kapitel, jemals gelesen hat. Sie hätten einfach nicht dazu sagen sollen, dass es vom Buch stammt. Ja. Haben sie jetzt gesagt. Sie hätten einfach den Film rausbringen sollen, die Namen ändern und dann wäre es super gewesen. Ja, super auch nicht, aber akzeptabel. Aber ja. Einfach eine Buchverfilmung, wo man alles umändert und verschlechtert. Ja. Ich habe, wie gesagt, das Buch nicht gelesen. Tja, also können wir jetzt nur wir beide drüber reden. Tja. Los. Los. Erzählt mir, wie schlecht der Film ist. Gut, soll ich jetzt den gesamten Inhalt von Eragon spoilern und dann sagen, was alles der Film falsch gemacht hat? Oder? Ich glaube, das ist keine gute Idee, oder? Ja, ich glaube auch, dass wir das eher lassen könnten. Ach, ich finde es eine sehr gute Idee.
Gut, ja. Ich habe jetzt 25 Getreide. Wir haben fast einen Essensvorrat. Können Sie es mir geben? Und ich glaube, die Musik ist vielleicht immer noch... Ah ja, Essen. Ich gebe dir mal ein Stück. Und? Die Folge ist schon wieder leer. Leer? Die Folge ist leer. Ja. Again. Wir müssen uns eine neue Spule kaufen. Genau. Die nächste Filmrolle wird eingelegt. Gut. Dann geht's wieder los. Wirklich weil schon? Weil es heißt, Screen Ghost mit Minecraft. Ja. Ja. Okay. Ja, Brot. Ja, ciao. Brot. Ciao, Leute. Ja, ich muss mir noch Kekse craften und noch einen Keks essen. Ich muss. Ciao. Keks. Ich beende die Folge. Ja, okay, ciao und nom nom nom. Tschüss.